Kann die Liebe Sünde sein? Kennenlernen, sich mögen, Zärtlichkeiten austauschen bis hin zum Geschlechtsverkehr. Alles schöne Dinge, doch wer es übertreibt, kann sich schnell was einfangen. Auf intime Berührungen folgen Jucken und Brennen. Allein die Zahl der mit Hepatitis B-Infizierten hat sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts seit 2001 von 3.875 auf über 16.000 Infizierte in 2023 erhöht. Eine unschöne Entwicklung, so Urologe Johannes Huber von der Uniklinik Marburg. Von dieser Statistik her ist Hepatitis B aktuell auf dem Vormarsch, ist eine Erkrankung, die man eigentlich sehr gut über eine Impfung verhindern kann. Wir im Gesundheitswesen sind alle angehalten und verpflichtet dazu, gegen Hepatitis B auch geimpft zu sein, zum Beispiel ich als Operateur. Man kann den Impfverfolg auch kontrollieren, indem man einen bestimmten Wert im Blut bestimmt. Also das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, sich gegen diese Infektionskrankheit zu schützen. Hepatitis B ist nur eine von vielen Geschlechtskrankheiten. Doch oft ist das Thema gerade bei jüngeren Leuten immer noch tabu behaftet. Das spiegelt auch unsere Umfrage in Frankfurt wider. Ist ein heikles Thema für die Leute. Also bei uns im Freundeskreis wird das eigentlich nicht diskutiert. Also man redet nicht so offen darüber. Das ist ja schon ein wichtiges Thema, wenn man Geschlechtsverkehr hat. Mein Freundeskreis sind alles Akademiker, wir sind alles studierte Menschen, wir sind alles queer-offene Menschen. Das heißt, Sexualität ist uns wichtig und sobald ich weiß, alle meine Freunde lassen sich einmal im Jahr testen, ich auch, ob ich in einer Partnerschaft, die monogam ist und wo ich dem Mann vertraue oder nicht. Patzer passieren immer und meine Gesundheit ist mir das Wichtigste. Das hat für mich auch nichts mit Misstrauen zu tun. Ich würde eher sagen, dass es fast schon tabu behaftet ist. Also meine Freundin und ich haben, glaube ich, noch nie wirklich darüber geredet, ob man sich mal testen lassen hat oder nicht oder ob man schon mal was hatte oder nicht. Also ich würde schon eher sagen, dass es tabu behaftet ist. Das muss mehr bekannt werden, was da die Folgen sein können. Ich glaube, meine Freunde und ich sind sehr reflektiert und von daher sprechen wir da auch offen drüber. Doch warum steigen die Zahlen? Warum sind Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, HP-Viren und Hepatitis B wieder auf dem Vormarsch? Das fragen wir Ärztin und Sexualtherapeutin Carla Pohling. Naja, es gibt schon ein erhöhtes Risiko für Menschen, sexuell übertragbare Erkrankungen zu bekommen, wenn sie sich nicht kennen oder wenn sie häufig wechselnde SexualpartnerInnen haben, dann haben sie ein erhöhtes Risiko, um sexuell übertragbare Erkrankungen zu bekommen. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, dass wir uns viel über Online-Portale kennenlernen. Das ist große Normalität geworden. Aber sexuell übertragbare Erkrankungen können natürlich auch beim Kontakt mit der Hand, mit dem Mund, eben auch mit Sexspielzeug übertragen werden. Darauf sollte man unbedingt achten. Dieser Beitrag soll natürlich nicht zum Liebestöter werden. Also was tun, wenn Menschen sich näher kommen wollen? Wenn ich einen Geschlechtspartner habe, über den ich wenig weiß, von dem ich nicht weiß, ob er vielleicht auch Geschlechtskrankheiten hat, dann würde ich immer zum Benutzen von Kondomen raten. Das ist eigentlich so eine einfache Grundregel. Die schützen nicht vor allen Erkrankungen. Es gibt auch Schmierinfektionen, die man trotz Kondom bekommen kann. Aber wenn man sie schützen will, ist das im Augenblick der sicherste Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Also, auch wenn das Kondom kein Halsbringer ist, so bietet das Gummi nach wie vor den besten Schutz. So wird die Lust mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum Frust.